meine, während andere Länder zum Beispiel Energiepreise deckeln, in Frankreich steigt der Strompreis in diesem Jahr um 4% im ganzen Jahr. Der Sprit, Diesel und Benzin sind um 40 Cent pro Liter billiger als hier. Und während also hier alles weiter nach oben geht, hat unser toller Wirtschaftsminister die Idee, das mache ich noch mal ein bisschen was obendrauf, mache eine Gasumlage und lässt auch noch die Energielobbyisten diese Gasumlage, also das Gesetz dafür schreiben und wundert sich dann, dass es genauso aussieht, wie es aussieht, wenn Lobbyisten von Unternehmen sich ein Gesetz basteln, nämlich ein Selbstbedienungsladen. Also insoweit, das ist ja eine Folge von Ausfällen. Und ich sag mal, wenn nur ein Minister schlecht drauf wäre in dieser Ampel, obwohl das ist ja ein Schlüsselressort, aber auch das wäre schon schlimm genug, aber es ist ja die ganze Regierung. Ich meine, die haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Und das ist ja wieder das Thema, auf was Habeck ja so versucht kleinzureden. Die Insolvenzwelle hat ja schon begonnen. Die Insolvenzen steigen.